Den Event gibt es ja seit 4 Jahren in Wien. 1000 Leute jeden Monat dort, unglaublich. Afterwork ist einfach in der Art und Weise, wie die es hier betreiben, total angesagt. Das habe ich mir angeschaut, habe ich gesagt, da will ich mitmachen. Und ich teile mir das mit einem anderen DJ, der macht das Opening. Ich fahre es hinten raus um 9 Uhr bis 12 Uhr mit, noch mit dem Saxophonisten. Thorsten Zwinger ist mit mir dabei und ich freue mich drauf. Die Leute kommen aus der Arbeit, viele kommen auch, um zu flirten, um jemanden kennenzulernen, um zu networken untereinander. Hey, gehen wir dahin, treffen wir uns, gute Musik hören, was essen, bisschen abtanzen vielleicht oder auch nicht, in den Lounges abhängen. Unterschiedliche Motivationen, würde ich sagen, hierher zu kommen. Und die Szene ist, glaube ich, schon ein bisschen eine andere. Ich würde jetzt mal sagen, gar nicht despektierlich oder so, aber normaler. Also so, wie ich mich selber auch sehe. Einfach ein bisschen gechillter. Also nicht so dieses, wir kommen aus der Szene und wir sind alle so cool. Ja, also gar nicht. Alles easy. In Amerika ist es ja so, man geht für gewöhnlich in die Arbeit, danach in die Bar und anschließend erst nach Hause. Jetzt sind wir hier heute bei einer Afterwork-Party. Wie gefällt dir diese Kultur? Sehr gut. Das ist ja bei mir als Künstler eigentlich der Standard, dass man nach der Arbeit erstmal in die Bar geht. Ja, mir sagt die Kultur total zu, weil ich total nachvollziehen kann, dass ja auch Leute, die arbeitstätig sind, die können ja nicht nach Hause gehen nach der Arbeit, duschen, umziehen, das ganze Affentheater, vielleicht noch was essen und dann, um dann irgendwann mal um 11 irgendwo in die Clubs einzufallen, wo dann erst um 1 Uhr jemand hinkommt, weil es ja nicht cool ist, früher zu kommen, ja. Also sorry, das haben wir früher gemacht, das geht heute nicht mehr. Und man kann doch um 9 Uhr genauso super tanzen oder um 8 Uhr oder um 11 oder um 10 oder eben vorher. Und wir machen hier auch um 12 Schicht. Toll. Nein, gut. Das gab es ja schon in den 90ern. Also da ging das ja, glaube ich, los mit dem Donnerstag, dass man nicht am Wochenende weggegangen ist, sondern am Donnerstag. Da waren die ganzen Clubs offen. Dadurch, dass ich ganz gerne trinke und wahnsinnig viel immer Freizeit habe, kommt mir das sehr entgegen. Wie kommst du nach der Arbeit runter? Gehst du joggen oder machst du dir einen Drink? Was machst du dafür gewöhnlich? Ich glaube, wenn man runterkommt oder um runterzukommen, Drink nehmen muss, dann ist man wahrscheinlich schon drauf. Aber in der Tat, ich mache das sehr gerne. Also wenn ich selber aufgelegt habe, dann brauche ich immer eine Weile. Also Fernsehen schauen, im Bett liegen, da kann ich auch nicht gleich schlafen. Ja, es dauert immer eine Weile. Ich bin eher so der Drink-Typ, also ich trinke danach gerne mal ein Bier. Je nachdem, in welcher Stadt ich bin, gehe ich noch raus oder ich lande im Hotel, ganz langweilig. Also auch so Nächte, wo es bis 4, 5 Uhr morgens geht, das ist schon... Ja, schaue ich mir irgendeinen alten Film an im Hotelzimmer oder so oder zu Hause, dann... Entweder Sport oder wirklich Leute treffen, Familie treffen und schön Wein trinken. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Aber es kommt auch drauf an, ehrlich gesagt, ob Sommer oder Winter ist. Im Sommer gerne draußen und laufen, brauche ich auch gar nicht irgendwie was trinken, dann mache ich mehr Sport. Und im Winter ist es eher so, gegen die Dunkelheit antrinken. Entweder ich gehe im Englischen Garten laufen. Zigarre rauchen. Oder mit Freunden treffen. Schlafen. Auf Afterwork-Partys gehen. Manchmal Sport. Es geht zum Sport. Essen. Oder es geht feiern, wie heute hier. Ist der John, der arbeitet, ein anderer als der private John? Auf jeden Fall. Also hinterm DJ-Pult bin ich auch eine extreme Rampensau. Ich liebe es, oben einfach mit den Leuten zu arbeiten, zu flirten,
zu tanzen, zu spielen? Ja, es hängt immer ein bisschen von ab. Also als Schauspieler bin ich natürlich anders, weil ich in einer Rolle bin. Aber wenn ich jetzt als Kabarettist auf der Bühne stehe, dann bin ich eigentlich, wie ich bin. Versuche immer lustig zu sein. Und das peitscht dich natürlich unheimlich nach oben, weil dieser Funke springt meistens über auf die Leute und die geben dir was zurück und dann geht das so hin und her und danach hast du Adrenalin und alles ist oben und ich denke, es gibt Unterschiede, kann ich selber gar nicht sagen. Also hat wahrscheinlich sehr viel auch mit meiner Tochter zu tun. Da ich ihr auch immer sage, Schätzchen, ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Papa, bin ich, glaube ich, zu Hause etwas strenger als unterwegs. Das könnte sein. Aber sonst, mein Gott, ich versuche mein Leben zu genießen und die Sachen relativ locker zu sehen, soweit das geht irgendwie. Und wenn ich nicht arbeite, bin ich einfach ruhiger und normaler und mache mit meiner kleinen 7-jährigen Tochter am Morgen, bevor ich sie zur Schule bringe, noch ein kleines Tänzchen oder so. Aber sonst easy. Hey, what's up? Wow, 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 wow.